So, dann wollen wir mal anfangen, den Kameraden hier für den Versand zu zerlegen. Und dafür machen wir zuerst mal hier die Kabine runter. Hier drin ist eine Schraube, direkt hier in der Mitte. Ich zeig's gerade einmal hier. Das ist das Einzige. Beim Zusammenbauen nur darauf achten, dass die Kabel hier nicht runterklemmen, sondern halt einfach hier durchlaufen. Das sollte aber gar kein Problem sein. So, die machen wir direkt einmal weg. Und schon sehen wir hier den ganzen Kabelkruscht. Und jetzt haben wir hier den Empfänger. Den stecken wir auch eigentlich gleich als erstes aus. Dann ist er uns schon nicht mehr im Weg. Und ich habe sie hier beschriftet. Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, 4. Dann haben wir einmal BEC. Und ganz als letztes kommt das Licht. Das war's. Das ist das ganze Zauber vom Empfänger gewesen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier an diese Schraube kommen. Und dafür habe ich eigentlich drüben auch das Ganze ein bisschen offen gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf die andere Seite und nehmen da auch das Teil ab. Gut, auf dieser Seite ist auch relativ einfach. Das ist der Hebel, der greift hier unten rein. Und hier im Endeffekt einmal ein bisschen nach vorne ziehen, weil hier hinten ist ein Grat oder ein Huckel, wo es ein bisschen klemmt. Und dann hat er hier und hier so eine Schiene, wo im Endeffekt hier auf dieses Lochraster reinläuft. Damit wir jetzt hier ein bisschen besser reinkommen, habe ich hier an der Seite tatsächlich damals, weil der war als portabler Clan geplant, einen kleinen Schraubenzieher. Und hier unten ist eine Schraube. Ich mache gerade mal die Kamera raus. So, gucken wir mal hier unten rein. Hier ist eine Schraube, die hier. Und die hält im Endeffekt dieses Teil hier fest. So, die machen wir einmal weg. So. Drehen wir hier einmal raus. So. Mal gleich mal suchen. So, und jetzt, da ist das ganze Ding hier lose. Da ist noch ein Gummi irgendwie drunter. Der war nicht geplant. So. Und jetzt kommen wir hier im Endeffekt auch an alles hin. Hier sind die ganzen Regler angeschlossen. Und das Ganze ist jetzt so, dass wenn wir das jetzt ausstecken drüben, dann können wir das hier rausziehen. So zumindest mal der Plan. Das heißt, jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite und stecken die einzelnen Teile mal aus. Gut, auf dieser Seite hier haben wir auch hier dieses Steckbrett. Dafür war im Endeffekt das auch alles da. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch so alles funktioniert, aber wir werden es gleich rausfinden. Das heißt, wir haben hier D, 1, 2, 3, 4. Also die einzelnen Kanäle auch und die stecke ich jetzt einfach mal ab und dann gucken wir, ob wir das drüben so schon mal rausgezogen bekommen. Und wir haben jetzt hier noch ein paar andere. Das ist einmal hier Strom, den können wir einfach so rüberziehen. Das ist der hier übrigens. So. Dann haben wir hier den BEC-Regler, also sprich die Stromversorgung für den Empfänger. Den können wir auch einfach so rüberziehen. Der ist auch bloß rübergezogen. Und dann haben wir jetzt hier die einzelnen Kanäle. Und dann schauen wir mal, ob wir die so. Das ist dann hier dieses ganze Büschel mit weiß. Und die Empfänger haben ja dementsprechend auch noch, also die Regler haben ja auch einmal immer den Ding zum Empfänger. Das heißt, den schieben wir jetzt auch einmal durch. Dann gucken wir mal, wo wir schon sind vom Platz her. So, einmal und zweimal. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich gehe mal einen Schritt zurück. So, also hier haben wir das. Und hier haben wir im Endeffekt jetzt diese zwei Kabel. Das heißt, wir haben hier, oder ja, diese zwei Kabelstränge. Einmal das hier, kommt alles auf diese Platine. Das ist die Stromversorgung für den Empfänger. BEC wird direkt eingesteckt. Das hier ist das Akkukabel. Das habe ich ja nur rübergelegt. Und das hier ist im Endeffekt, sind alle Fahrregler, die auch an den Empfänger angeschlossen werden. Und das hier wird hier einfach durchgeführt. Ja? So, das ist ein ganzes Teil und jetzt auch ein Einzelteil.
Jetzt haben wir immer noch ein paar Kabel hier drin, die im Endeffekt für die Anschlüsse hier vorne sind und so weiter. Hier kommen noch zum Vorschein. Pass auf. Wir haben hier einmal das Modul hier, dieses weiße. Das steuert die roten Blinklichter. Moment, wir sind etwas weit weg. Gehen wir mal hier hin. So. Also hier einmal dieses Modul mit den für die Blinklichter. Könnten wir hier auch ausstecken im Endeffekt. Aber es geht eigentlich jetzt nur darum, dass wir hier an diese Schraube hinkommen. Hier sind auch nochmal dementsprechend die Verkabelungen von den Endabschaltern. Das ist Motor direkt. Und was haben wir hier noch? Die Nummer 4, also 1, 4, 2, die sind auch alle benannt. D für Dauerstrom im Endeffekt. D ist Dauerstrom. 1, 2, 3 und 4. Wobei einer geht ja direkt nach unten. Müsste einer von denen hier sein. So, und hier haben wir noch den für die Beleuchtung. Ja, so. Aber ich will nur an diese Schraube hier hinkommen, um die aufzumachen. Jetzt hole ich mal kurz einen Schraubenschlüssel und dann machen wir die hier runter. So, wir haben jetzt mal die Seite gewechselt und ein Schraubenschlüssel ist auch am Start, ist ein 19er, den brauchen wir jetzt hier für diese Mutter. Aber bevor wir die hier öffnen, müssen wir uns noch dieses Kabel hier anschauen. Und zwar war es ja so, dass ursprünglich Strom hochkam und dann wieder runterging und so weiter. Das ist ja jetzt alles nicht mehr so. Das heißt, wir haben hier nur noch die 1, 1 auf 1. Ich gucke gerade, ob man das sieht. So, 1 auf 1. Das hier wird eingesteckt an der Drehdurchführung. Hier ist einer blind und hier ist einer, der nicht benötigt wird. So, der bleibt einfach hängen. Aber wie gesagt, hier haben wir die 1 auf die 1. Ich habe eigentlich immer alles beschriftet. Ist gar nicht so schlimm. So, den stecken wir einmal gleich aus. So, wir können ja hier unten durchgreifen. Und jetzt ist es frei. Das heißt, jetzt kann ich den ganzen Turm abheben, sobald es losgeschraubt ist. Und das heißt, ich löse jetzt diese Mutter hier. Und jetzt muss man halt gucken, wie man hier am besten reinkommt zum Schrauben. So. Moment, warum müssen wir denn drehen? Ach so. Oder? Andere Richtung. Ah, verkantet. Ah, okay, ich sehe schon. Ich glaube, ich habe da ein bisschen Loctite drauf gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal losrütteln. Na? So geht's, so wird's fester. Das heißt, so geht's auf. Normalerweise. Oh. Also, ich schraube jetzt noch ein bisschen hier rum und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Schraube, bin immer noch beim Aufmachen. Das Loctite hat sich ultra festgesetzt hier in der Schraube. Da rüttel ich noch rum, aber sie ist schon locker. Und jetzt sieht man hier, also er wackelt ja jetzt, ist also nicht mehr so fest. Aber jetzt sieht man, mit 4 Kilo hinten drauf hängt er hinten durch. Und wenn ich die 4 jetzt raus, also die 2 rausmache und habe nur noch 2, so, dann steht er gerade. Das heißt, 2 entsprechen im Endeffekt dem Leergewicht der Schaufel. Das heißt, diese 2 hier sind im Endeffekt schon mal das Gegengewicht für 2 Kilo vorne. Klar, wir haben vorne viel mehr Ausleger als hier drüben, aber das ist schon mal einer der Punkte, dass im Endeffekt hier damals mit 2 Kilo der Ausleger so weit austariert ist, dass er eben gerade ist. Ja? So, also ich schraube mal die Schraube jetzt doch fertig weg und dann nehmen wir den Kran ab oder beziehungsweise den Kopf vom Kran. So, also wir sehen jetzt hier auch, wir haben halt relativ wenig Spiel, das heißt, ich muss halt den Schlüssel oft mal rumdrehen, dass ich hier im Endeffekt diese Mutter runter bekomme. Und die Reihenfolge ist auch hier im Endeffekt ganz einfach. Das heißt, wir haben jetzt hier drauf Kugellager, hier
und dann eben die Mutter oben drauf. So, machen wir die jetzt gerade nochmal fertig runter. Nein, ich sehe gerade, wir haben hier einen Kabelriss. Den mache ich natürlich jetzt noch weg. Das löte ich gleich nachher neu. Das wird jetzt mit dem Ding hier passiert sein. Also sehen wir auch, aufpassen. Ich hätte die Kabel wahrscheinlich besser auf die andere Seite rübergezogen. Dann wäre hier nichts passiert. Aber so, ich werde das schnell nochmal nachlöten. Alles kein Problem. Aber da sieht man auch, wie schnell das geht. Wofür der zweite hier war, übrigens, ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, das war die Stromversorgung, also die nach oben ging. Und das andere, der blinde, war einfach nur ein Ersatz, weil ich eine Drehdurchführung habe mit sechs Adern. War also so gesehen ein Ersatz. Also dann nehmen wir das jetzt mal raus. Ich werde das Gewinde auch gleich nochmal sauber machen. So, die hier passen hier durch. Heißt, wir haben hier die Mutter. Hier sieht man noch den Rest vom Loctite. Dann kommt hier raus das Kugellager. Das heißt, wir haben jetzt hier die obere Platte. So, einmal. Dann haben wir das Lager und wir haben noch die untere Platte. Und das war's schon. Jetzt ist der Kran oben, das Oberteil frei und wir können es runternehmen. So. So sieht das Ganze hier unten aus. Hier ist nur das Zahnrad dran. Ich stelle es gerade mal zur Seite. Und jetzt schauen wir hier oben rein. Hier haben wir den Antriebsmotor, also diesen hier, fürs Drehen. Die Drehdurchführung sitzt hier unten dran, das hier. Hier kommen die Kabel hoch. Und hier haben wir nochmal ein Kugellager, das hier genau eingepasst wurde. So, das bleibt hier drin. Wie gesagt, dann kommt der Turm drauf. Dann kommt das zweite Kugellager drauf und die Mutter. Und dann ist das ganze Ding wieder zusammengebaut. So, die Kabel hier oben habe ich nochmal neu verlötet. Die Schrumpfschläuche oder beziehungsweise die Kabel sind so fein, dass die Schrumpfschläuche nicht wirklich immer halten, weil das alles so filigran ist. Deswegen habe ich die ein bisschen festgeklebt. Hier ist jetzt einmal das Kugellager für oben und dann einmal das für unten. Ja, und habe die Schraube einfach wieder drauf gedreht, dann geht schon mal nichts verloren hier. Und jetzt ist es so, wir sind jetzt hier bei 1,50 Höhe. Der Kran selber, der Ausleger hier, hat ja nur 1,40. Das heißt, ich würde den jetzt hier auch noch mal einmal stückeln. Der hat hier in der Mitte ein Gelenk, beziehungsweise einen Punkt hier. Und da kann man einfach aufschrauben. Unten ist eine Mutter, oben eine Schraube. Und dann machen wir das einmal schnell. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Hier sind die Schrauben. Das heißt, wir bräuchten hier einen 2,5er zum Aufschrauben.
Aber ich schraube die jetzt hier einmal nur kurz locker an und hoffe dann, dass ich das mit dem Akkuschrauber schnell rausdrehen kann. So. So, die Schrauben sind soweit lose, gefühlte 3 Stunden später. Jetzt markieren wir hier mal den, wie er zusammengehört. So machen wir das. Und falls du mal was nachlackieren willst, das ist übrigens Föhr Narzissengelb, heißt diese Farbe. Das ist, trifft so ziemlich den Liebherrton. Ja, so. Die Schrauben, schauen wir, dass wir nachher alle dann unten haben, beziehungsweise alle zusammen haben. Genau. So. Müsste eigentlich schon. Dann klemmt es noch. Ja. So, und jetzt kann man abnehmen. So sieht das Ganze aus. Also ich habe ihn lackiert, als er zusammen war. Und genau, das ist das Kabel, das wir eigentlich nicht mehr brauchen. Ich habe es jetzt mal dran gelassen, aber eigentlich kann man es abschneiden. So, als letzter Punkt gehen wir einmal ganz nach unten. Hier sind die Bolzen drin und die ganzen Schrauben, die ich gerade rausgedreht habe. Die liegen hier noch, die tue ich ja wie gesagt nachher weg. Aber jetzt mache ich hier noch die Bolzen auf und trenne im Endeffekt das letzte Teil hier von der Betonplatte und dann ist er frei und zerlegt. Und nach der ganzen Schrauberei sieht das Ganze jetzt so aus. Wir haben hier einmal die Fernbedienung mit der Kabine und dem Verteilerkasten. Das ist so ein Zubehörzeug, was alles noch so mit dabei war. Jetzt an Schrauben und so habe ich da reingepackt. Hier unten die Elektronik und dann hier jetzt der ganze Kran. Schön klein verpackt kann es jetzt werden.